einfach rüber. Du öffnest mir jetzt einen Rückweg. Kannst du mich mithelfen, Kiesel? Nein, mach dich mal alleine. Ich hab grad keine Lust. Okay, wenn's weiter nichts ist. Der feine Herr ist sich zu fein dafür. Oh, ho, 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 ho. Und speichern. Hier ist natürlich der Abgrund. Flatsch. Eigentlich voll der Bauchplatscher sein. Wie greife ich dich jetzt in Angriff? Wo rauszoomen lassen? Nein, du, nein! Mach halt die ganze Zeit festhalten fest, egal. Das ist nicht das erste Mal, dass wir beim Versuch, eine Münze zu schnappen, in den tödlichen Abgrund gestürzt sind. Nudel ist schon Experte darin. Da kieße halt noch mehr aus dem Kichern. Ich hab doch die ganze Zeit gedrückt, dass er sich festhält beim Hinteren. Keine Lust, dich heute festzuhalten, oder was, Nudel? Kannst du mir nicht verraten? Du hast dich vorhin auch die ganze Zeit festgehalten. Was? Okay. Anscheinend reicht das auch, wenn ich die mit dem Schwanz schnappe. Okay. Ne, den haben wir schon eingesetzt, schicken. Das ist der letzte Schlüsselstein. Kommt das so vor, als haben wir recht wenige Wasserblasen gesammelt? Ich wollte gerade sagen, du kannst vom Glück reden, dass da unten eine Plattform ist, auf der du landen kannst. Erstmal in den tödlichen Abgrund fallen. Wieder schön aufgespießt. Oh!
Lecker, lecker, lecker. Irgendwie habe ich Angst vor dem in der Mitte. Das sieht so aus, wenn ich darauf schlängle, dass das unter meinem Gewicht zusammenbricht. Also sich dann runter bewegt, weil mein Gewicht als Schlange dazu addiert wird. Oder es kommt runter, wenn ich da den Hebel betätige. Soll ich überhaupt hinkommen? Wahrscheinlich kommt das wirklich runter. Ich muss dann da hochschlängeln. Werden wir ja sehen, sobald ich den Hebel runterziehe. Ganz langsam. Ich glaube, das natürlich auch. Na, kommst du jetzt runter? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe Wasser! Was passiert, wenn ich zu tief tauche? Kann ich dann auch einen Stacheln sterben, wenn ich die berühre? Eigentlich ja schon. Kannst du es ja mal ausprobieren, Chicken. Da unten wird sowas von irgendwas sein zum Sammeln. Jetzt wirklich verkackt, die Wasserblase einzusammeln. Och, Chicken, bist du dumm, Jan. Beachte doch mal deine Umgebung ein bisschen mehr. Dann gehen wir halt dann nochmal lang. Oder wir landen erstmal im Wasser. Ist jetzt zufällig irgendwas unten? Irgendwo, wo ich rein kann. Würde mich nicht wundern, wenn ich irgendwo noch einen Hebel betätige, dass sich das hier öffnet als geheime Türe. Ich glaube, das ist ein Hebel. Ich bin mir aber nicht sicher. Das sieht so auch aus, als würde sich die Plattform dann absenken und mich zerquetschen, wenn ich den betätige. Ich will nicht zerquetscht werden. Wie soll ich den jetzt am besten unter Wasser? Ich habe Schwierigkeiten, mich daran festzuhalten. Oh, Unterwassersteuerung. Dann stupse ich den einfach mit meiner Nase an. Im Rest meines Körpers. Gehst du auch auf? Weiß ich nicht. Sehe ich gerade nichts von. Hebel! Ja, wieder auf. Weiter Weg. Ich wurde nicht zerquetscht von dem Ding. Muss ich aber nochmal da hoch. Wasserblase! Oh. Für die Wasserblase! Ich gehe hier gerade irgendwie kreuz und quer hoch. Was weiß ich. Genau das wollte ich, Nudel. Definitiv.
Ganz langsam jetzt. Andere Richtung, Nudel. Andere Richtung. Perfekto. Na gut, sagen wir lieber erstmal perfekt, wenn wir das gesammelt haben. Auch. Aber Chicken, perfekt wäre es gewesen, wenn du es schon beim ersten Mal gesammelt hättest. Ja, ich habe halt keine Wahrnehmung. Ich hätte nur Lego Harry Potter, letzte Aufnahmesession. Wo kam denn jetzt plötzlich das Hufflepuff-Hauswappen her? Obwohl, nee, nicht die letzte Session, das war erster Film, zweite Session. Im Wald. Dieser verdammte Wald, der Absturz gefährdet ist. Okay. Das war ein sehr interessanter Anblick, Kiesel. Definitely. Rechts oder links? Münze! Letzte Münze! Yay! Es fehlen noch tausende Wasserblasen. Unter Wasser Ausschau halten. Jetzt habe ich auch unter Wasser eine nicht gesehen. So, als wenn der Kameramann solche Scherze mit mir macht. Mr. Kameramann. Ist hier irgendwo noch ein Durchgang? Nein, das sieht nicht so aus. Wahrscheinlich doch und. Ich werde jetzt sowas von wieder bashed. Punished. Weil ich blind bin wie eine Schlange. Okay, ich muss mal schnell sein. Ich verstehe schon. Spiel, schnell zu sein, ist keine Chicken-Eigenschaft, ne? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Wie viel zu Wasserblasen war das? Aber ich jetzt eine tödliche. Hallo aus. Gut. Ist das? Das ist sogar die letzte. Schön. Da ich meiner Inkompetenz nicht vertraue. Safe early, safe often. Dieses muss ich kein Backtracking machen. Für Wasserblasen. Tschüss. Spiel, du musst mir schon ein bisschen Zeit geben, ne? Letzte Wasserblase! Yay! Und jetzt scheitert das daran, dass ich da runterfalle. Daran scheitert es jetzt. Los, Kiesel, dann setz mal die restlichen beiden auch noch ein. Damit wir ins nächste Level kommen. Oh. Yay.
Waren jetzt aber keine Sprudel oder Wasserfälle. So wild waren die Gewässer nun auch nicht. Wo sind meine Strudel? Heikle Höhen. Oh nö. Ich konnte den Text da unten gerade nicht so schnell lesen. Da stand irgendwas von Vegetarier und Nudel. Aber Schlangen ernähren sich doch gar nicht vegetarisch. Wasserfall! Oh. Ich möchte Wasserfall runterrutschen. Ist das Sorg-Gor oder? Ach, keine Ahnung. Ich habe eher den Levelnamen beachtet, nicht deinen Namen. Ach, wen interessieren schon Namen? Ist doch eh nur wie Schall und Rauch. Und kleine Teiche, Planschbecken. Look. Apropos Wildwasserbahn der Gefühle. Ja. Yeah. Die Pflanze erinnert mich auch an diesen einen unterirdischen Höhle in Skyrim, Dawnguard. DLC, wo man hinkommt, wenn man ne? Wasser, Wildwasser waren der Gefühle runterrutscht. Ah, wie hieß der dann schon nochmal? Auf jeden Fall ist das die Höhle vor diesem großen Bereich, wo man für Auriels Bogen. Wie war das gerade eben noch mit Namen sind nur wie Schall und Rauch? Kann man das, wenn ich den gemerkt habe? Apropos Wildwasserbahn der Gefühle. Ich sehe da oben schon wieder ein Spinnennetz. Aber hier sind zum Glück noch keine aufgetaucht. Und es kann gerne so bleiben. Habe ich da unten gerade was Gelbes gesehen oder hast du mir wieder einen Streich gespielt? Kiesel. Das ist der Schlüsselstein, zweiter, und das ist der dritte. Das ist auch der einzige Weg nach oben. Oder gibt es hier noch eine unterirdische Höhle? Eine unterirdische Höhle. Ich glaube, das ist nein. Das war schon fast, was ich wollte, Nudel. Keine Sorge, Chicken. Du musst keine Wildwasserbahn der Gefühle runterrutschen. Oder ein gigantische... Oh gut, die waren normal große. Es waren keine... Gigantische Frostbespinnen. Das war normal große. Oh. Tut mir leid, dass ich ungern eine Spinne in meinem Gesicht habe.